Oh, das hat gut geklappt. Wir sind halt Bro aus dem Bettgeher, ne? Aus dem Bettgeher? Du wirst man alles klar. Kann. Ja, ja, ich meine, es gibt Kompetenzen, die erwirbt man im Laufe eines Lebens und Aufstehen gehört dazu. Mhm. Klappt nicht so bei dir, oder wie ist das? Ja, mal besser, mal schlechter, muss ich zugeben. Okay. Bin da sehr schwankend in meinen Leistungen. Ja, ich ja gar nicht. Aber ich war heute sehr leistungsvoll, weil ich tatsächlich, als ich heute, es ist ja heute ein schöner Samstag und ich bin, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen, wie immer um 6 aufgestanden. Und Total bescheuert. Nein, nein, das ist klug. Aber ich habe es tatsächlich, ich habe es geschafft. Und da war ich sehr stolz auf mich, habe ich die Luzi bis 9 schlafen lassen. Bevor ich dann doch zu ihr kam und mich an sie gekuschelt habe, gesagt, Luzi! Wobei der Moment für ihn auch immer sehr gefährlich ist. Richtig, ich habe Angst gehabt, aber sie war zahm. Das war erstaunlich. Das eigentlich erstaunlich war, dass sie schon zahm war. Okay. 9 Stunden waren dann doch genug, wie mir scheint. Mhm. Ich bin ein Vielschläfer. Kann ich auch nachvollziehen. Ich nicht. Ja, ich weiß. Du nicht. Ich bin kein Vielschläfer, das macht aber auch nichts. Das ergänzt sich ja gut. Na, so. Ist ja schön, ne? Man will schlafen und dann kommt jemand und sagt, und du denkst dir so, nein, nicht du wieder. Geh weg. Ja, das ist bei dir aber so. I know. Ich kann da auch nichts dafür. Es macht der Mund und der Rest auch so von ganz alleine. Das ist alles. Ist okay. Ja, 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 das ist aber lieb, dass du es sagst. So, wie kann ich mir denn einen... Guck doch mal, das Leben ist ja schon so kurz und furchtbar. Da kann man doch nicht noch alles verschlafen. Es gibt so viel zu entdecken. Ein Piccolo, der vorbeiläuft und Wege krabbelt. Wohl. Wohle im Kantole. Kantotone. So, ich glaube, ich bin jetzt wieder gespammt mit auch eigentlich gar nicht geht. Und nur 10 Setzlinge und... Ah. Oh. Oh. Ah. Dann haben wir aber die grobe Wegführung jetzt soweit. Ja, die grobe haben wir vervollständigt, damit. Oder? Ja, 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 ja. Das stimmt. Was sagt denn hier der Arbeitstruppleiter? Sollen wir jetzt Stellen arbeiten oder sollen wir an einer Stelle mit zu viert arbeiten? Bin ich der Leiter? Nein, wenn überhaupt ist die Luzi der Leiter. Was bitte? von der Beförderung weiß ich nichts. Ja, du bist aber viel besser qualifiziert. Nein! Was? Wave? Arbeitsunfall. Ich bin doof. Doof oder tot? Doof. Doof ist okay, tot wäre blöder. Wobei, nee, streng genommen ist ja doof blöder als tot, aber tot ist halt endgültig. Ja. Ich wollte Schaufel machen. Und was hast du gemacht? Spitzhacken. Oh ja, ist auch gut. Kannst du einlagern, brauchst noch Eisen, ich kann dir noch welches geben. Ja, ich habe mein ganzes Eisen dann in Spitzhacken verballert. Ich bin schon gründlich. Ja. Ich wollte mir 3 Schaufeln machen, mache ich Spitzhacken und ich merke es nicht mal. Ja, wo bist du denn? Da bist du doch. So. Warte mal, also. Piccolo, geh mal zur Seite. Es soll ja bei der Wave ankommen. Dankeschön. So, bitteschön. Ich gehe dann mal zum Dorf zurück. Und gucken mir das Ganze nochmal an. Das muss ich mir hier auch nochmal angucken. Jetzt ist hier gerade ja... So, hier würde der Weg dann kommen. Ja, der würde dann hier... Hier, so und... Es wird eine Lichtung. Das stimmt. Wie mein Kopf. Oh. Was? Was ist denn? Der ging unter der Tür durch. Nein! Ich finde, das sind 5 Mark. 5 Mark? Mhm. Ja, das könnte ich noch in dem einen Sparschwein haben, tatsächlich. Na, guck. 5 Mark für die schlechte Witzekasse wieder. Ja, ja, ja. Jawohl. Das ist... Oh, hier ist noch ein Loch.
Das will ja keiner. Ich muss mal ins Dorf gehen. Ich muss meine Buddik aufräumen. Keine was? Meine Buddik. Was sind die Buddik? Obing. Welche? Durcheinander. Ah, durcheinander. Ich bin etwas... Und du bist natürlich in meine Baugrube gefallen, die ja, ich hier gerade... Ja, ich hab's gerade gemerkt. Das ist ja, dafür bin ich ja nicht so schön, um in eine Baugrube zu fallen. Ich hab extra Fallen gestellt, in Hoffnung, dass junge, hübsche Damen vorbeikommen, die ich da... Und es hat funktioniert. Mhm. Bis kaum die erste, die kam, wusch. Direkt, ja. Es hat direkt funktioniert. Also es ist also ein Dating-Konzept, das kann man empfehlen. Mhm. Krabb doch einfach da, wo deine Lieblingsfrau lang geht, einfach mal ein Loch in Gehweg. Ich wollte die Ebene noch weiter abtragen. Noch weiter runter? Einen weiter runter wollte ich. Ja, dann machen wir das. So. Weil ich glaube, dann ist es besser mit, man hier weiter runter gehen kann. Jo. So. Das ist jetzt halt gerade mal, können wir gerade nicht viel machen. Das Löchelchen ist halt sehr klein, aber ich könnte das Zeug hier wieder hinpflanzen, dann sieht es gleich wieder ein bisschen hübscher aus. So. Und dann wird der ab. Wachs? Oh, das hatten wir schon mal. Entschuldige. Und dann wird er gleich wieder gefällt, weil da im Weg steht. Wer denn? Der Baum, oder nicht? Ich rede mit Rasen. Ach so. Ja, ich wollte das Wegstück Graben anzeichnen, aber ich kann nicht, da ist nur Erde. Und deshalb sagte ich Wachs zum Gras. So. Soll ja schon ein Kutschenweg werden, ne? Also ein kutschenfähiger Weg. Mhm. Das schon. Das wird auch spannend. Also das wird auch mit den Brücken, das wird ein Traum. Yep. Geneigt. Ja, wenn der Weg selbst drei breit sein soll, werden die ja schon mal fünf breit. Ne? Ja, drei breit und die Brücken werden fünf, ja, das werden sie wohl. Ja. Es gewittert bei mir. Wo? Bei mir. In Minecraft? Nee, real. Ach so, okay. Es kann sein, dass ich gleich gehen muss. Warum? Ja, wegen Blitzgefahr. Ja. Ja. Meine Eltern drehen da immer durch. Okay. Aber es kann auch sein, dass es wieder nur so ein Gewitter ist, der einmal donnert und dann wieder weg ist. Mhm. Was so oft bei uns ist. Echt, ja? Ja, das ist so, das donnert ein, zwei Mal und dann ist es wieder weg. Das ist so oft, dass das eben denken, oh Scheiße, wir müssen alles ausmachen, haben alles aus, dann ist das Gewitter weg. Und dann, man denkt sich dann nur so, toll, warum habe ich ausgemacht? Mm-hmm. Eklig. In was für einer gewitterigen Gegend wohnst du denn da? Was ist das für ein Teil von Deutschland aktuell? Weiß ich das nicht so genau. Ich wusste es mal, aber ich habe es leider vergessen, fürchte ich. NRW bin ich. Also komme ich weg. Also ja, NRW ist groß. Also ich will jetzt nicht deine Adresse haben, ne? Also darum geht's. Das klang aber so. Naja, um Gottes Willen, das ist halt nein, ne? Aber so ein bisschen mehr einkreisen kann man ja, ist vielleicht schon. Also Richtung Niedersachsen. Also Nord-NRW. Ja. Ja, okay. Westfalen im weitesten Sinne. Ja. Da habt ihr so Kurzzeitgewitter, ist ja auch keine Ahnung. Also manchmal zieht das auch richtige heftige Gewitter ziemlich langsam vorbei an uns. Aber das sind die dann irgendwie in der Ferne so gesehen. Mhm. Dass sie gar nicht uns treffen, aber wir sehen es und hören es natürlich noch. Mhm. Aber ja. Und manchmal zieht das Gewitter auch sehr schnell über uns weg, wo man denkt, okay. Mhm. Ja, gut. Ja, ich glaube, bei uns tut der Taunus viel abhalten. Tatsächlich. Würde ich vermuten. Oh, ja, gut, wir können möglich. Gleich schon wieder pennen. Weil so ein Mittelgebirge, da verfängt sich schon so einiges an Gewitter. Ach, da ist es ja schon hier. Oh. Ja, gut. Ja, wir können gleich wieder pennen. Die Zeit vergeht in Minecraft.
Ja. So, das kann weg, das kann hin. Wave, hattest du irgendeine spezielle Optik oder irgendein Design so schon vor Augen, oder? Also ich würde wie im Dorf eben gemischt alles machen, so mit Kopf, mit diesem normalen Weg, Kies und so. Mhm. Und mit Cobblestone. Ich glaube, okay, wir können erstmal ins Bett. Ja, noch glaube ich nicht. Ja, warte, ich gucke auf die Uhr. Ja, ich habe keine Uhr mehr. Stimmt ja. Können wir ins Bett? Ja. Ich liege. Und wir liegen auch. Bin drin. Drin. Ich schlafe im Lager. Ja, mach das. Du hast die Einzige, die ein Dach über dem Kopf hab. Dach über dem Kopf hab. Ja, aber ich komme jetzt gleich wieder nach. Also ich kann euch, soll ich noch was mitbringen? Ich habe aktuell irgendwie ständig Wortfindungsstörungen. Ich glaube, ich werde alt. Ich hab noch schlimmer als sonst. Nee, also ich weiß jetzt gerade nicht. Nee, ich bin auch eigentlich soweit aktuell noch versorgt. Doch, Holz für die Brücken. Ja, hast du kein Holz von den Bäumen? Die wir, ja, ja, aber ich weiß nicht, ob wir so viel eingelagert haben. Also ich hab, also ich kann mitbringen Birkenholzblätter, Bretter. Ja, Birke ist jetzt nicht so, Eiche, dass... Eiche, würde ich sagen. Vor allem Stämme, aber ich glaube, Eiche haben wir nicht viel auf Lager. Wir haben ja so viel gebaut auch immer wieder. Stämme? Ja, die Stämme ja. Online, das ist ein Spiel. Nee, Eichenstämme haben wir nur 53. Schwarzeiche kann ich knapp 100 mitbringen. Schwarzeiche, 100 bringt uns wenig für... Wir müssten hier irgendwo in der Nähe eine Schwarzeichenfarm setzen, wenn wir damit bauen wollen, dass wir das ein bisschen näher hätten. Also Schwarzeichensetzlinge, ja. Wir sind von der Sache her eigentlich nicht für hölzerne Brücken gerade lagerstandsmäßig vorbereitet, glaube ich. Also Eichensetzlinge habe ich ganz viele. Ich auch. Ja gut, die habe ich hier schon vom Weg bauen. Ne? Ah, entschuldige, Wave. Ich habe hier ein paar und dann wir pflanzen hier welche hin und dann bauen wir die immer ab, wenn da... Genau. So. Soll ich denn jetzt die 100 Stämme erstmal mitbringen? Die Schwarzeiche? Nee, erstmal nicht. Nee, dann nicht. Wir haben Planänderungen gemacht. Okay, ja, dann lasse ich's. Ja. Weil das Problem ist, so viel haben wir einfach nicht im Petto, weißt du? Mhm. Das ja, ich nur so frage, was... Ja. Also, das heißt, demnächst mal wieder Baumfarm. Ja, klar, aber das ist halt, die Baumfarm ist von hier aus ja so weit weg, das lohnt sich ja gar nicht, hin zu rennen ständig. Ja, ich meine auch nicht heute oder jetzt für das, sondern eben allgemein gemeint. Ja, klar. Das kann man irgendwann mal machen. So. Ich hopp's mal hier hoch. Ja. Doch, das sieht nach einem Weg aus, den man gehen kann. Piccolo arbeitet ja heute nur halbtags hier, ne? Was heißt sozusagen. Das? Sozusagen. Was heißt das? Das heißt, ab der Hälfte der Zeit werde ich für Überstunden bezahlt. Es gibt Zuschläge. Ach so. Wer hat denn das freigegeben? Lucia, auf welche Kostenstelle wolltest du das buchen? Naja, ich habe halt den Arbeitsvertrag für heute mit ihm ausgehandelt. Ach so, richtig, ja. Aber nur so von der Kostenstelle her, wo geht denn das dann hin? Auf deine. Auf meine? Auf meine, okay. Lucis Budget ist fürs Jahr schon ausgeschöpft. Ja, ich hätte es jetzt noch aufs Room gebucht. Ach so. Ja. Diesen eklatant teuren Herr Piccolo. Jetzt ist der Weg schon markiert und ich laufe trotzdem falsch irgendwie. Qualität hat seinen Preis. Das stimmt allerdings. Wer billig kauft, kauft zweimal. Kohle! Hallo. So, wo kann ich helfen? Weiß ich nicht. Ich bin hier noch am Rumknorzen. Ich weiß noch nicht, mit welchem Ziel. Weil das so langsam entsteht, indem ich hier ein bisschen Landschaftsformung mache. Wie immer, was du am liebsten machst, ne? Ja, Terraforming, ich liebe es! Luzi, du könntest, wenn du Lust hast, ein bisschen begrünen. Das heißt? Das heißt, ein paar Laubblätter mit einstecken oder ein paar nette Pflanzen oder so und die an die Wegesränder dann hier setzen. Wo ja, dann müsstest du Laub. Ihr seid vorne. Jetzt bei Skyters Haus, oder? Genau, kurz am Spawn, genau. Wer dann kümmere ich mich. Das Gute ist, wer stirbt, landet auch da. Also insofern ist das heute mit Sterben auch überhaupt nicht schlimm. Ja, ich habe da eben Blumenwiesen gesehen. Ich bin mal unterwegs. Ja, super. Blumenwiese. Ja, das ist ja das Blumenbiom, das Blumenwaldbiom, Forest, Flower Forest, ne? So.
Ja. Irgendwie so, nicht wahr, Herr Piccolo? Man wunderbar farmen. Ja, ja, klar. So. Gut. Da kommt der Wisch da so, wenn er denn kommt. Ja, das wird hier ein bisschen aufgeschüttet. Was war das? Ist jemand vom Stuhl gefallen? Hab nichts gehört. Es klang so. Ich auch nicht. Aber ich höre nur gerade eh Erde klatschen. Tisch. Oh. Ja, ja, ja. So. Ja, das könnte gehen. Hast du Stein zufällig? Da hochführen? Keystone? Ja, Keystone? Mhm. Kann man gerade auch hier gerade machen. Ja. Ich kann im Notfall, glaube ich, Cleanstone auch aus dem Lager holen. Nee, das reicht auch hier. Ja, das muss jetzt noch. Ja, ich bin ja relativ nah am Dorf. Relativ. Also wäre jetzt nicht der Weltuntergang. Mhm. Ach, was mache ich denn da? Ist doch Quatsch. Nee, es ist kein Quatsch eigentlich. Das war schon das, was ich wollte. Es war nur nicht das. So, genau. Ist grün zu grün, der Enzian. Der Enzian? Keine Ahnung. War so in meinem Kopf. Ja, kommt vor. Bin manchmal etwas unsortiert da drin. Ja, nicht nur du. Ja. Das stimmt allerdings. Ah, da. Tue ich mal eine Erde noch da rein. Ein bisschen. Das tue ich dann da noch. Ah ja, das kann da auf alle Fälle rein. Aber die federn jetzt auch gerade mal. Die Äpfel könnte ich eigentlich wegmampfen mal zwischendrin. So. Eigentlich gut. Laub meintest du, Piccolo, dann aber grünes? Nee. Ja, Laub. Also, dass du mit einer Schere Laub, also die Baumlaub nimmst, ne, um so Büsche und sowas. Und vielleicht machst du dir auch noch ein paar Zäune. Du weißt doch, wie die Mittelalterwelt aussieht, die Wege, die Ränder, wo dann hier und da ein Zaunpfahl steht oder im Büschchen sind und so halt. So in der Art. Nicht ganz vielleicht so militant, wie das Groschi gerne gemacht hat, sondern ein bisschen abwechslungsreich, aber so in die Richtung. Also nicht, dass es bei Groschi schlecht aussah, aber es war nur manchmal ein bisschen. Ich muss mal gerade gucken, ich versuche mal herauszufinden. Sehr prinzipientreu, möchte ich sagen. Ich habe mir eine Schere gemacht und habe aber aufgrund des Kontrastes auf der Werkbank die Schere nicht gesehen. Bitte? Ja, das ist nicht gut zu erkennen. Bitte? Das muss ich mir angucken. Zäune sollte ich mir machen. Zack, das war keine Schere. Ja, das stimmt. Mhm. Die Schere ist süß zu sehen, aber sie ist tatsächlich nicht so gut zu sehen. Ich will das aufgreifen, wie Kumpel die andere Brücke gemacht hat bei dem Dorf. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn man geradeaus läuft. Also, und ich versetze das. Das ist jetzt gerade das Problem. Mhm. Ja, wenn du mit Stämmen bauen willst, wobei du kannst ja jetzt auch irgendwie Stämme rundherum mit Dings machen, ne? Nein, du hast ja aber die Treppen benutzt. Denk. Ach, du meinst die Treppen als so Bretter auf der Treppe, meinst du? Ja, so in der Art. Ich weiß, die Brücke, die zum Baum farmen. Ja, genau. Und ich glaube, wenn die so ein bisschen versetzt aussieht, sieht das nicht gut aus. Deswegen überlege ich gerade, geradeaus rüber zu gehen. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich meine, mit Erde kann man das ja wieder auffüllen. Das ist ja nur noch ein, zwei Ebenen, die man. Ja, will. Ja, klar. Also würde ich jetzt geradeaus machen. Also. Ja, dann mach das ruhig. Okay. Ich wollte es nur vorher absprechen. Was? Ich bin in ein Loch gefallen. Oh Gott. In ein Höhlenloch. Oh. Sei froh, dass du nicht bei School of Survival bist. Oh nein. Kommst du denn wieder raus? Mit dem Erdlift geht das ganz schnell. Nein, wer keine Erde hat, kann keinen Erdlift bauen. Ein Mensch in Minecraft ohne Erde?
Ich bin ja die Luzi. Ja, das stimmt. Das macht dich zum Unmenschen? Oder was? Nein, aber die Luzi ist nicht so. Ja, Luzi. Das stimmt, du bist die Luzi. Dankeschön. Ich war aber auch nicht darauf vorbereitet, dass ich da runterfallen würde, ehrlich gesagt. Ja, sonst wär, ja, das ist klassisch, ne? Man fällt in Minecraft selten geplant runter. Das muss man sagen. Das ist nicht Luzi-typisch, das ist eher so typisch Minecraft, dass man plötzlich mal irgendwo runterfällt. Wir können auch gleich wieder schlafen. Immer. Mhm. Schlafen geht immer. Ja, aber bei Minecraft geht's auch dann, wenn es nicht geht. Man kann bei Minecraft eigentlich. Gefühlt liegt man nur im Bett. Irgendwie gerade, ja.